Update, Mitteilung. Du kannst ab jetzt sofort das Minispiel Luigi spielen. Sprich mit Ballonjagd, wenn du ihr begegnest. Dem Schnappschussmodus wurden neue Filter hinzugefügt. Ah ja, Münze und Neon. Alter Schwede, Münze ist geil. Spezialklamotten. Besuche den Shop. Dort ab jetzt erhält ich Musiker Hut und Musiker Outfit, Sunshine Sonnenbrille und Sunshine Hemd und Ritterhelm und Ritterrüstung. Oh ja, die Ritterrüstung, die wollte ich ja, ne? Wollte ich ja. Aber. Geklappt hat's nicht. Ach so, was muss ich denn hier noch machen? Da war ja beim letzten Mal, ne, wir hatten Essen bestellt und irgendwie, das war ganz merkwürdig. Der Lieferant, der stand vorne draußen irgendwie und keine Ahnung. Der war so ein bisschen wurstig auch, ne? Ich muss, glaube ich, jemanden mit einer Kopfbedeckung finden. Und dafür wollte ich eigentlich KTM fahren. Kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie im Pulk ist, ne? Ein wundervolles Gefährt. Ja, dann fahr mal. Was ist mit dir? Vor allen Dingen, die haben alle jetzt neue Hüte, ne? Die sind alle Kirchturmkandidaten hier. Hier, das sieht so aus. Einer von euch? Ah, wir haben alle neue Hüte. Lül. Oh. Was ist mit ihm? Nee. 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 Oh. Ach, das ist so doof. Einfach mal. Ja, beweg dich doch mal. Ich will dann seinen Hinterkopf sehen. Leute, wir machen hier den Skype-Check. Da darf man nicht einfach hier so rumwuseln. Kann ich mir den Tipp nicht einfach von Toad kaufen? Das wär's doch, ne? Ja, du musst da und da hin. Geil. Der Toad-Trupp führt diesen Shop. Er lebt hier nicht mehr. So, reden. Ich kann auch auf dem Mofa sitzen und mit jemandem reden, ob du es glaubst oder nicht. Ach, da hinten ist er. Ah, da hätte ich ja lange suchen können. Habe ich wahrscheinlich auch. Und danach gucken wir mal Luigi uns an hier. Luigi. Oh, wäre das EA, hätte man dafür wahrscheinlich 20 Euro zahlen müssen für so eine Ballonjagd, ne? Bautz. Da. Ach, hier. Ja, der ganz alleine ist, ne? Wie hast du rausgefunden, wo ich mich verstecke? Dabei mein Versteck doch genial. Bitte sag niemandem, wo ich bin. Ja, ich gebe dir auch eine Kleinigkeit als Anreiz. Ah. Ach, ihr, es ist so friedlich und heimelig. Ach, Luigi ist bestimmt geil drauf, ne? Also, ich hab Bock auf Luigi. Kann ich eigentlich hier übers Geländer fahren? Ja, geil. Ist hier Luigi irgendwo? Ja, da ist er. Moin. Hey, ich hab dieses Outfit nicht schon irgendwo vorher mal gesehen. Ach egal, steht dir gut, Bruder. Hey, Bruder, du hast Prinzessin Patch gerettet. Ich bin stolz auf dich, dich mein Bruder nennen zu dürfen. Aber genug davon. Hör zu, Bruder, ich habe mir ein neues Spiel ausgedacht. Das heißt Ballonjagd. Ballonjagd ist ein Minispiel, in dem du nach Ballons suchst, die von Spielern aus aller Welt versteckt wurden. Dein Highscore-Spitzname und dein Profilbild sind öffentlich sichtbar. Möchtest du eine... Nee. Das können wir irgendwann später mal machen, wenn ich weiß, dass das ungefährlich ist. Weil normalerweise muss ich nur mal gucken, dass dann wirklich auch solche pikanten Informationen wie Vorname, Nachname, Adresse und so weiter nicht öffentlich hier einfach so mal gezeigt werden in dem Video. Das finde ich nämlich immer kacke. Das kannst du auch nirgendwo abstellen. So Streamer-Modus, das wäre geil. Einfach mal so in Spielen sagen Streamer-Modus. Zum Beispiel auch bei PlayStation, dass man sagen kann, pass auf, pikante Infos muss nicht. So, 100. 103 von 104. Was fehlt noch? Tante, was fehlt noch? Kunstermittler? 11 von 15, ja, okay. 50, 31, 40. Naja, voll, 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 ja, voll, voll. Voll, 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 nicht voll, juckt. So. Finstere Seite, da müssen wir hin. Auf geht's. Das wird ungemütlich, das Spiel. Hm.
Mit meinem leuchtenden Ballon fliege ich weg. Als war Luigi. Ah, bin mal gespannt, was diese neuen Outfits kosten hier, ne? Oha. Kaninchenkrater? Ach so. Ich kann mir vorstellen, was das bedeutet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was das bedeutet. 1 bis... Das ist doch viel. 24 Stück hier noch? Hätte ich mit weniger gerechnet, allerdings. So. Erstmal hier aus Spaß irgendwo anders drauf rumkloppen. Was steht denn hier eigentlich? Deine Hochzeit mit uns, die Brudals. Einheimische Hasenvolk, Währung, keine Angabe. Industrie, Hochzeitsplanung, oh ja. Ein appetitlicher Turm, das ist eine Karotte. Dieser pompöse Steinturm wurde auf Geheiß der Gemüseliebhaberin Madame Brode, der Herrin des Kaninchenkraters, erbaut. Ihre Untergebenen, die Brudals, leben hier und heißen Besucher auf ihre ganz spezielle Art unwillkommen. Topper, Kundenberatung. Beauftragt mit der Kundenbetreuung für die Hochzeitsfirma der Brodals befindet sich Topper zur Schadensbegrenzung meist vor Ort. An der Anzahl seiner Hüte kann man sehen, wie ernst er es mit seinem Gegner nimmt. Nur bei sehr gefährlichen Gegnern bringt er das volle Hutaufgebot mit. Wenn du also viele Hüte siehst, dann solltest du dich geehrt fühlen. Und auch ein bisschen Angst haben. Ja. Rengo, Security. Vielleicht ist er nicht die hellste Kerze auf der Brodals-Torte, dennoch ist er ein geschätztes Mitglied und erledigt stets seinen Auftrag. Er beherrscht seinen Hut meisterlich und vollführt nicht nur gerade und kurvige Würfe, sondern führt ihn geradezu mental. Nur leidet manchmal seine Aufmerksamkeit und er vergisst, wo er ist. Das ist deine Chance, zuzuschlagen. Harriet, Pyrotechnik. Harriet, die unberechenbarste der Brodals, wirft Bomben mit ihrem Haar. Wenn ihre selbstgefertigten Bomben explodieren, hinterlassen sie feurige Flecken. Beseitige sie also, bevor sie zerbersten. Okay. Harriet liebt die Gefahr und hat immer eine Menge Bomben auf Vorrat in ihrem Hut. Sei also auf dem der Hut. Ach komm. Spivert. Spewart. Alter, was ist das für ein räudiger Name? Und du siehst auch so heftig aus, ne? Spewart ist wohl der am wenigsten feinfühlige der Brodals. Er dreht sich gerne im Kreis und versprüht dabei sein Gift. Dabei entstehen allerdings auch ganz hübsche Kunstwerke. Ist das einstößige Benehmen nur Show? Das Reiseland in 3 Punkten. Die geringe Schwerkraft bewahrt dich nicht vor fatalen Stürzen. Sieh auch hinter dem aus Stein gehauenen Gemüse nach. Und die Schlüssel zu diesem Land sind 4. Du weißt, um wen es sich handelt. Auch unter unten. Uiuiui. Ja, das wird nochmal richtig spaßig jetzt, Leute. Jetzt geht hier wirklich die Soße ab. Ich schwöre es euch. So. Diese Mucke, ne? Kann ich mit euch reden? Ey, ihr seid ja nett. Ich dachte, die verhauen mich jetzt oder rennen weg und jeder von denen hat eine Sonne. Nee, ne? Da bleibt doch wohl nichts anderes übrig. Ich muss jetzt hier runter. Nee. Kann ich mit dir reden? Hallo, warum kann ich denn mit niemandem reden hier? Ich glaube, dass diese Fropfenverschlüsse hier irgendwie noch von Wichtigkeit sein werden. So, schauen wir uns erstmal um. Ja. Obwohl wir bei der dunklen Seite des Mondes sind, sucht der Maddie natürlich die Erde. Naja. Naja. Also Erde und Sonne, beides nicht. Also, ne, ihr wisst schon. Okay. Böms. Gehen wir mal hier rein. Das ist bestimmt witzig hier, bin ich mir sicher. Ach, guck mal, hier mit Mondphysik, das ist noch besser. Ja, da sind sie, moin. Hallo. Du hast also wirklich die Hochzeit verhindert. Aber mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst keinen von uns Brodals aufhalten. Dann mal los. Ich will sehen, wie du auf die Nase fällst. Ja, fetter Bad Boy. Was, 3 nur? Laber nicht. Okay, wie war das noch? Personal Space und so? Interessiert dich nicht, ne? Okay.
Okay. Ja, also, ja, stimmt. Ah, warte. Ich hatte jetzt eigentlich so ein bisschen gedacht, dass wenn ich das so shake... Ah, ich muss schon sagen, wann ist denn hier mal fertig? Dass ich dann... Oh, okay. Das war die Geschichte. Das ist aber auch wieder so ein typischer, wird tendenziell immer einfacher Gegner, ne? Die Problematik bei den Jungs ist aber dennoch vorhanden. Ah! Denn... Ich kann gerade nicht reden, Leute. Die Mundphysik, die macht mir ziemlich zu schaffen. Okay. Ja, das reicht. Ah, jawohl, ey. Ey, sag mal, wie viel Hüte hast du denn noch? Junger Mann. Oh, meine Güte. So viel Hüte. So, tot. Und ich erbitte einen Save Point. Also, alle vier hintereinander wäre schon ein richtiges Brett, ne? Da wäre schon ein richtiges Brett. Ja. Genau, nächster Raum dann. Ach was, gibt noch nicht mal Bananen? Das ist ja frech. Nächster Raum dann. Haley. Wie auch immer. Ne, jetzt kommt ja dieser lange Lulatsch, ne? Ja, die mit den Böllern war sowieso am schlimmsten. Glaube ich. Obwohl, die hatten wir ja irgendwann dann auch relativ schnell geschafft. Ich erinnere mich daran, dass wir die bei Bowser erledigen mussten und das sehr schwierig war für mich, weil ich auch ein bisschen schlecht bin, aber das ist okay. Ich habe euren Bruder umgebracht. Wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, mal zu sagen, schlechte Idee? So, wer ist dran? Oh, du bist nicht sehr nett von dir, einfach so in unser Land zu platzen. Sag bloß, du wusstest nicht, dass wir hier leben. Das hier ist unser Zuhause, du Störenfried. Ganz schön unhöflich von dir, diese Aktion. Wird Zeit, dass ich dir mal ein paar Manieren beibringe. Ja, moin. Wie war das noch? Ach so, genau. Die Problematik bei ihr war ja, dass sie relativ schnell war. Zumindest wirkt das jetzt nicht so. Okay. Wenn du den Quick Kill haben möchtest, dann musst du das anders machen. Aber ich bin da einfach auch ein bisschen zu blöd für. Beziehungsweise zu ungeschickt. Mit Blödheit hat das ja überhaupt nichts zu tun eigentlich, ne? So. Die Sache ist folgende. Sie hat einfach... Auch keine Ahnung hier von Personal Space mal wieder, ne? Hat keiner von den Jungs. Keiner. Ist mal so nett und sagt, pass auf, ist okay. Okay, Bums. Nummer 2. Ah! Diese Mondphysik macht das alles viel schwieriger. Viel schwieriger. Ah, ich kann da noch nicht mehr... Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte einen geilen Wandsprung machen. Kann ich aber nicht. So, gute Dame. Nee, das war die falsche Richtung. Selbstverfreilicht war das falsche Richtung. Aber ich glaube, sie schmeißt halt auch weiter hier, ne? Also, das ist extra so gemacht, dass man hier diese Rodeo-Aktion immer mitmachen muss. Krawonke, jetzt ein Knall, das ist jetzt Feierabend, so weiter geht's. Ragazzo. Au. Au. Okay, weiter geht's. Ich hatte vor ihr eigentlich am meisten Schiss. Beziehungsweise der Hutmacher war ja auch schlimm. Aber dieses Nintendo-typische Gegner-Recyceln, ne? Ai, ai, ai.
Nochmal den gleichen Gegner. Diesmal mit einer Phase mehr. Und weiter geht's. Okay, wer ist dran? Ja. Unser Zuhause ist ja ganz nett, aber ich bin jetzt bereit für mein eigenes Schiff. Deins nehme ich, ganz genau. Die Odyssee ist das perfekte Gefährt für jemanden wie mich. Aber zuerst werde ich dich in hohem Bogen hier rauswerfen. Du wirst schon sehen. Hey. Die Stimme von dem erinnert mich irgendwie so an den besoffenen Obelix, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ach so, okay. So, und was macht er jetzt? Jetzt ist der Supergiftangriff angesagt, ne? Obwohl, das ist jetzt mit Mondphysik natürlich viel einfacher. Weil man da einfach die ganze Zeit rumfliegen kann. Ohne, dass man auch nur im Entferntesten angegriffen wird. Das geht. Boss Rush! Ja! Yeah. Oh, guck mal, er fährt das Dreieck einfach nochmal. Der war jetzt am einfachsten von allen. Aber, na gut. Und dann die Super-Challenge, die noch einen Mond gibt. Lass dich nicht treffen. Das ist so wie Smash Brothers Brawl. Hier diese Boss-Challenge auf schwer. Hat die einer von euch geschafft damals? Ich nicht. Das war, glaube ich, fast das Einzige, was ich nicht hatte. Das war aber auch unerträglich gemein. Alle Bosse, ohne zu sterben. Und jeder von denen ist schlimmer als der davor. Aber Smash Brothers Brawl ist ja sowieso so ein Ding für sich selber, ne? Ich habe ja Wii U habe ich ja auch nicht alles. Weil dieses komische Würfelspiel da einfach überhaupt nicht meinem Gusto entspricht, ne? Da habe ich einfach dann nicht mehr weitergemacht. Ich muss schon sagen, die ganze Zeit lief alles perfekt. Wir haben alles gemacht, womit Bowser uns beauftragt hatte. Dann hast du dich eingemischt und alles zunichte gemacht. Niemand wird uns nach dieser Pleite noch Aufträge erteilen. Was das für dich heißt? Ja, du wirst jetzt dafür bezahlen mit Zins und Zinseszins. Ah ja. Okay. Dann muss ich jetzt nochmal gucken, wie das ging. Aha. Ja, das juckt doch, oder? Das könnte ich ja theoretisch auch so machen hier. Also die Böllertante war schwieriger, aber er hier... Hallo! Ja, er ist auch schwer. Die Sache ist einfach, dass er immer genau da ist, wo du landest. Oh mein Gott. Hallo! Oh! Einfach so im Kreis laufen, das geht, glaube ich. Und jetzt stellt er sich wieder richtig in die Mitte. Und dann geht jetzt hier der letzte Basher los. So, alle erledigt. Jetzt kommt noch die Mama, dann kommt noch das Schlachtschiff und dann haben wir es. So läuft es auch hier. Ja, ich sag's doch. Wenn ich es jetzt schon geschafft hätte, dann hätte ich jetzt schon eine Banane gekriegt. Habe ich aber nicht. Huch. Sonic. Ah, guck mal. Wenigstens das gibt. Ja, ist okay. Ist okay. Ich frage ja nicht nach viel, aber. Ich war ganz gemütlich und fehlerleicht unterwegs, bis es mich irgendwie hierher verschlagen hat. Und weißt du was? Auf dem Weg habe ich doch tatsächlich eine Banane gefunden. Für dich, bitteschön. Die finstere Seite. Ich wüsste ja schon gern, was sich da oben befindet. Ja, Ärger.
Jetzt die Frage, kommt jetzt das Aggregat oder kommt jetzt die Dicke? Das Aggregat. Hui, hui, hui. Ey, warum sind die eigentlich noch nicht tot? Nee, ehrlich jetzt, Leute. Ehrlich jetzt. Ich würde übrigens richtig stinkig werden, wenn... Ihr wisst, was ich sagen möchte. Wenn ich sterben sollte. Hallo? Das ist weird. Kann ich einfach die Dinger dagegen schmeißen? Ja, guck mal, das geht auch. Dams. Boing. Oh, ist so gut. Gibt's da irgendwie einen Quick Kill oder sowas? Nummer 2. Das war mit dem Specht aber, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Ja, so. Einfach im Kreis laufen. Vor allem, er kriegt mich hier sowieso nicht. Es sei denn, er macht sowas. Ja, geil. Ah. Oh, Mann. Ja, gleichzeitig schütteln und ausweichen, ne? So ist das. Boing. Okay, genau so. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier. Kann ich nicht eigentlich auch so dahin? Nee, das reicht gerade mal so nicht. Ach, das war die Geschichte. Ja, Hilfe! Wo ist denn mal einer von euch? Nicht springen! Ja, man hat mit den Dingern ja auch immer nur eine gewisse Reichweite. Das ist das, was hier so belastend ist. Ah! Hallo Pups, guten Morgen. Ja, tut mir leid, dass ich hier so Sachen mache, aber irgendwie müssen wir auch spielen hier, ne? Ist egal. Kaputt machen! Hä? Achso, jetzt macht er hier den Kniefall. Böms. Einen noch. Einen noch. Nur noch einen. Nur noch einen. Der ist da vorne dran. Oh. Ja, bitte. Dann geht doch mal kaputt hier. Ey, komm. Hallo. Hallo. Oh, Ulf. Okay, jetzt fängt er wieder an zu... mit diesem Quatsch hier. Kann ich die eigentlich auch abschießen? Nee, ne? Dann muss ich einfach warten, bis sie fertig sind. Okay, das ist gut. Ja, in welche Richtung geht er kaputt? Und... Gravon! Tod! Ah, ein erhebendes Gefühl. Und jetzt bitte nicht nochmal. Nicht nochmal das. Ich hab's geschafft jetzt. Ihr seid jetzt alle weg. Für immer. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Warum kann Mario hier eigentlich fliegen und warum kann er es sonst nicht? Das wäre geil, ne? Wenn er einfach fliegen könnte, so. Dann wäre das mit den Ländersprintern auch viel einfacher gelaufen. Aber na gut. Wer? Du hast Königskrone und Königsoutfit erhalten. Habe ich gemerkt. What?